RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Der FC Remscheid hatte im Nachholspiel der Landesliga am Tag der Deutschen Einheit gestern den FSV Vohwinkel zu Gast am Jahnplatz. Nach 3 Niederlagen in Folge wollten die Mannen von Stefan Brandt wieder mal 3 Punkte einfahren, um wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Der FC hatte den schlechtstmöglichen Start, denn nach nur 6 Minuten kassierte man einen frühen Rückstand durch Andreas Seemann, nachdem mal wieder ein Remscheider ausgerutscht war. Aber nur 5 Minuten später glich der FC durch einen Elfmeter von Domenico Kotzer nach Foul an Michael Günther aus. Danach in der 26. Minute traf Serkan Hacıçalıoğlu zum 2:1, die erste Führung seit Wochen. Danach bleibt der FC Remscheid am Drücker und in der 36. Minute markiert Andreas Kolas das 3:1 durch einen Flachschuss nach Kotzer Freistoß. Und eine Minute vor der Pause erzielt Serkan Gürdere sogar das 4:1, aber das Tor muss Vorwinkeltorhüter Marius Bielefeld auf seine Kappe nehmen. Mit einem beruhigenden 4:1 Vorsprung ging der FCR in die Pause. Zu Anfang der zweiten Hälfte dominiert der FCR das Geschehen, aber in der 55. Minute verkürzt Willi Taki nochmals auf 2:4. Aber an diesem Nachmittag lässt der FCR sich das Spiel nicht mehr nehmen. Michael Günther markiert den 5:2 Schlusspunkt in der 79. Minute mit einem tollen Treffer und der FCR hat nun 6 Punkte auf der Habenseite, um die Abstiegsplätze wieder zu verlassen. Am Sonntag geht es nun zur Spielvereinigung Schonnebeck.